keine Veranstaltungen stattfinden konnten. Die Paare sind froh, dass sie wieder auf die Fläche dürfen und auch ihre Länder vertreten auf einem so wichtigen Turnier wie hier heute Abend. Natürlich auch historischer Städte. Bremen verbindet man natürlich mit Tanzen, vor allem wegen der Erfolge der Lateinformation, die hier beheimatet ist. Aber auch wegen der Gala, in deren Rahmen heute diese Veranstaltung stattfindet, die Dancing Highlights, auch eine Traditionsveranstaltung, die hier seit vielen, vielen Jahren ihr Publikum hat und eine Tradition in dieser Stadt hat. Du hast es gesagt, konnte jetzt in den letzten Jahren leider nicht stattfinden. Und ja, man spürt so ein richtig so ein Gefühl der Erleichterung in der Stadt, ne? Absolut, absolut. Die Menschen sehnen sich danach, wieder rausgehen zu können, einen Abend wie diesen erleben zu können, unter anderen Menschen zu sein. Auch Gott sei Dank inzwischen wieder ohne Maske und sich einen wirklich schönen, unterhaltsamen Abend gönnen zu können. Lass uns kurz auf die Akteure eingehen hier, auf die Regularien auch. Jugend Römisch 2, erklär uns mal genau, was es damit auf sich hat. 14, 15 Jahre haben wir gesagt, aber theoretisch dürften sie auch jünger sein. Einer der Partner dürfte jünger sein. Es richtet sich nach dem älteren Partner. Das hat damit zu tun, dass bei den Heranwachsenden, es fängt an mit den Juveniles, den Schülern, geht dann über die Junioren 1, Junioren 2 bis hin zur Jugend. Und ganz klar, mit dem Heranwachsen steigen die physischen Möglichkeiten der Paare. Sie sind länger dabei, sie sind länger Training, länger ausgebildet, sodass also das höhere Alter eine größere Leistung eigentlich ermöglicht und deswegen richtet sich das Alter der Startklasse nach den älteren Partnern. Wir sehen hier gerade Italien hereinmarschieren, haben eben schon Paare gesehen aus Japan, jetzt gerade reinkommen. Wir haben Paare gesehen aus Taiwan, Kasachstan, sehe ich da kommen. Die Vereinigten Staaten waren hier. Daran sieht man natürlich, wir haben es schon angesprochen, eben das riesige Interesse daran, sich wirklich wieder zu präsentieren. Aber hast du im Vorfeld mitbekommen, dass es immer noch Absagen gab, dass es Vorsicht, überzogene Vorsicht vielleicht auch gab? Oder kommen sie wirklich alle mit Freude her? Die Paare, die hier sind, sind mit viel Freude dabei. Es hat Absagen gegeben. Auf der Meldeliste standen insgesamt 70 Paare aus 36 Nationen. Ich bin jetzt nicht genau darüber informiert, was die Gründe waren für die Absage. Da spielt natürlich vieles immer hinein. Es kann sein, dass eine kurzfristige Infektion, eine kurzfristige Erkrankung dann doch noch ein Hindernis dargestellt hat. Wollen wir uns über die Paare freuen, die hier sind? Mehr als 60 Paare aus vielen, vielen Ländern. Wir wissen, dass aufgrund der globalen Situationen keine Paare aus Russland dabei sein dürfen, keine Paare aus Belarus dabei sein dürfen. Das ist natürlich grundsätzlich mal schade für die Paare, schade für den Sport, aber so ist nun mal die Weltsituation. Wir können nur hoffen, dass es wieder besser wird in der Zukunft. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir Paare aus der Ukraine hier haben, und zwar auch sehr gute Paare aus der Ukraine. Da können wir noch uns einiges versprechen von diesen Paaren heute Abend. Da werden wir auch sicherlich keine prophetischen Eigenschaften brauchen, um festzustellen, dass die Paare aus der Ukraine sicher hier besondere Sympathien genießen werden heute Abend. Noch einmal zurückkommt zu dem Bann von russischen Athletinnen und Athleten. Der trifft ja auch Wertungsrichter und Offizielle. Korrekt. Es darf keinerlei Sportverkehr stattfinden. Das IOC hat den Sportverbänden, den sogenannten IFs, International Federations, das so nahegelegt, und der Welthandsportverband, der ja nun bei den Olympischen Spielen 2024 mit Breaking dann zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen dabei ist, hat sich dem natürlich angeschlossen. Es finden keine WSF-Veranstaltungen statt im Moment in Russland oder in Belarus. Keine offiziellen dürfen eingeladen werden und eben auch keine aktiven Teilnehmer auf dem Parkett. Umso mehr freuen wir uns natürlich über die, die hier teilnehmen und da sind und um den WM-Titel streiten. Wir werden natürlich später im Verlauf, dann wenn wir sie tanzen sehen, auch noch auf das eine oder andere Paar genauer eingehen. Aber du als Experte, hast du schon das ein oder andere Paar für uns parat, wo du sagen würdest, ja, die sind hier mit Favorit um den Titel? Wen werden wir im Finale sehen? Würdest du dir schon, dich so weit aus dem Fenster lehnen wollen? Ich würde mich ungern jetzt schon allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es ist auch schöner und griffiger für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir das dann
in dem Moment machen, wenn wir die Paare in der nächsten Runde sehen. Ganz, ganz klar, hier sehen wir die beiden deutschen Paare, Vertreter des Deutschen Tanzsportverbandes, die Nummern 338 und 339. Die können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Und natürlich mit der Nummer 338 das Lokal-Matadoren-Paar hier vom Grüngold Club in Bremen. Genau, das ist ja die Besonderheit. Da sehen wir gerade im Vordergrund kurz die Mama von Luna Albanese. Das ist der weibliche Teil des Bremer Lokalmatadorenpaares hier. Die 14-jährige Luna, Tochter von Roberto Albanese. Der Name ist natürlich in Tanzsportkreisen ein Begriff für die, die vielleicht nicht so bewandert sind. Trainer der Lateinformation des Grünen Goldclubs, der hier in Bremen ansässig ist, der viele, viele WM-Titel nach Bremen geholt hat. Da sehen wir ihn im Bild. Ehefrau Uta hat mit ihm früher im Leistungstanzen im Einzel getanzt. Mittlerweile betreuen sie beide die Formationen des Grünen Goldclubs, sind also auch beide verantwortlich für die Erfolge in diesem Verein. Und nun also an diesem Abend aber eine ganz andere Voraussetzung. Sie sitzen hier als Eltern einer Athletin. Ich kann mir vorstellen, die Anspannung ist dann doch eine ganz andere, als wenn man eine Formation betreut. Ja, die wird ganz gewiss ganz besonders groß sein, speziell bei Roberto. Er ist ja auch noch Bundesjugendtrainer des Deutschen Tanzsportverbandes, also für die Jugendpaare in der Lateinsektion, für unsere tänzerische Zukunft bei Tanzsport Deutschland zuständig. Ich glaube, er hat einen ganz besonders spannenden Abend heute. Ja. Und wenn man sich vor Augen hält, dass das Paar bei der vergangenen Weltmeisterschaft Platz 7 belegt hat und die 6 davor platzierten Paare heute Abend aber allesamt nicht mehr am Start sein werden, weil die altersmäßig rausgewachsen sind, dann schlägt sein Herz ganz gewiss ein bisschen schneller heute Abend. Ja, das kreiert natürlich eine Favoritenrolle für die beiden. Wobei ich da auch noch ein bisschen die Lanze brechen möchte dafür, so ein Druck, der lastet natürlich auch auf den Paaren. Wir reden, das hast du eben schon gesagt, über 14- und 15-Jährige, die hier im Turnier stehen. Und dieser Druck, nicht nur als deutscher Meister hier anzutreten im heimatlichen Club, sondern eben halt auch in dieser Voraussetzung, dass die Paare, die davor gelegen haben, jetzt nicht mehr dabei sind. Das ist schon eine ordentliche Last und ich hoffe, dass sie sich davon frei machen können und frei auftanzen können, um ihre beste Leistung auch auf die Fläche zu bringen. Jetzt haben wir viel über das Bremer Paar gesprochen. Natürlich haben wir noch ein weiteres deutsches, vielversprechendes Paar am Start mit Nikolaus Valentin Denius und seiner Partnerin Xenia Remmele aus Düsseldorf. Ein Satz noch zu denen. Wo siehst du die? Das wird die spannende Frage sein. Es ist natürlich, wäre es ganz toll, wenn wir beide deutschen Paare ins Finale kommen heute Abend. Der internationale Leistungsdruck ist aber schon da. Da wollen andere Paare natürlich auch hin, die es auch verdient haben. Ob es gelingt, das werden wir später heute Abend sehen. Ich erwarte von beiden deutschen Paaren ganz hervorragende Leistung. Jetzt zunächst mal zum Eid, der traditionell gesprochen wird von Aktiven und auch von Offiziellen. Wollen wir uns kurz anhören. WDSF World Championship Junior 2 Latin, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship for the glory of the sport and the honor of the athletes. Thank you. Gehört traditionell immer dazu, dass man im Sinne des Sports hier antritt und gelobt, das alles ohne Doping und unter Einhaltung der Regularien zu betreiben. Und das tun eben, wie gesagt, nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern auch die Offiziellen. Nikolas. Im Namen aller Sportler und Sportler verspreche ich, dass wir in dieser WDSF-Tanzsport-Weltmeisterschaft der Junioren 2 in den lateinamerikanischen Tänzen teilnehmen, indem wir die maßgeblichen Regeln respektieren und anerkennen und unserem Sport ohne Drogen und Doping im wahren Sportgeist zu Ruhm des Sportes und zur Ehre der Sportler verpflichten. Danke schön. Eben haben wir noch über ihn gesprochen, Nikolas Valentin Denius. Nun haben wir ihn noch sprechen hören. Und nun die eben schon angekündigten Offiziellen. Einer der neuen Wertungsrichter wird für die Offiziellen sprechen. I promise
that we shall officiate in this WDSF World Championship Junior 2 Latin with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship. Danke schön. Thank you. Im Namen aller Wertungsrichter und Offiziellen verspreche ich, dass wir unser Amt in dieser WDSF Tanzsport-Weltmeisterschaft der Junioren 2 in den lateinamerikanischen Tänzen mit kompletter Objektivität ausüben werden und dabei die maßgeblichen Regeln respektieren und anerkennen im wahren Sportsgeist. Dankeschön. 9 Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter sind heute hier anwesend und werden die Runden verdeckt werten. Markus, das ist im Jugendbereich so, das macht die Sache für die Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich nicht ganz einfach, auch für uns nicht, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen spannender. Ne? Das macht spannend, das macht es vor allen Dingen auch fair. Niemand kann abschreiben von den Wertungen der Kolleginnen und Kollegen. Es ist allgemein bei den Einzelpaaren üblich, dass die Wertung geschlossen abgegeben wird. Nur bei den Formationen wurde es lange Zeit und wird es in Deutschland bei den Bundesliga-Turnieren noch mit offener Wertung gemacht. Ansonsten hat sich diese geschlossene Wertung einfach aus Fairnessgründen durchgesetzt. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten beiden Jahren, dann ist es, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Und umso mehr bin ich froh, dass wir diese Weltmeisterschaft an diesem fantastischen Tanzsportwochenende hier in Bremen durchführen können. Und ich möchte Dankeschön sagen an ein ebenso fantastisches Organisationsteam. Dankeschön an Jens Steinmann, an Roberto Albanese und Malte Domski. Dankeschön. Und natürlich an alle Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich tätig sind in den ganzen Tagen und so ein Event möglich machen. Dear ladies and gentlemen, a very warm welcome here in Germany, here in Bremen. Thank you to the organizing team. Thank you to all volunteers. Good luck for the couples tonight. And thank you to WDSF for having this World Championship and the competitions here in Germany, here in Bremen. And thank you for the trust in our German events. Thank you so much, ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, haben Sie einen fantastischen Abend. Ja, wir haben es bewusst frei stehen lassen, die englischen Worte, denn Markus, dieser Livestream wird durchaus nicht nur in Deutschland zu sehen sein, er ist über das Portal des Welttanzsportverbandes auch weltweit zu sehen. Er ist heute Abend weltweit verfügbar und es wird auch über den Welttanzsportverband World Dance Sport Federation, deswegen WDSF, dann auch über den YouTube-Kanal der WDSF im Anschluss weiter verfügbar sein. Gerade bei den Jugendpaaren, da ist schon zu erwarten, dass viele Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern eben nicht mitreisen können, aus Kasachstan zum Beispiel, aus den Vereinigten Staaten, du hattest es eben erwähnt, und viele werden zu Hause jetzt mitfiebern. Bremen and the President Jens Steinmann, who have made the Bremen a great host. I would also like to thank, of course, to the sponsors, without whom this championship would not be possible. I wish to couples not just a good performance, I wish you good luck. I wish that you show us your best. I want that public, I really wish that public enjoy. And before I conclude and declare the championship open, I would like to say welcome back to our future. Thank you. Schöne Worte. Der Vizepräsident für Sport der World Dance Sport Federation, Nenad Jeftic aus Serbien, ist selbst hierher gekommen, um als Chairperson das Wertungsgericht zu führen und diese Meisterschaft dann auch die entsprechende Bedeutung durch das Präsidium der WDSF zu verleihen. Success deserved. Have good luck and you can go out.
Music, please. Charmanter Rauswurf. Aber wir nähern uns dann so langsam der ersten Runde. Kurz zum Format. Wir werden hier in jeweils Achtergruppen tanzen, die jeweils nacheinander, drei Achtergruppen an der Zahl, die jeweils nacheinander denselben Tanz tanzen. Die Reihenfolge der Tänze ist Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und zum Schluss der Jive. Jeder Tanz dauert so etwa anderthalb Minuten, vielleicht eine Minute 40, kommt immer ein bisschen drauf an. Und da sieht man dann auch ganz gut schon die Schwierigkeit, die man so als Wertungsrichter hat, wenn man acht Paare vor sich hat, gleichzeitig auf der Fläche und hat dafür anderthalb Minuten, sie sich alle anzuschauen und alle Wertungskriterien auf sich zu vereinen. Markus, da sprichst du ja aus Erfahrung, da hilft ja im besten Sinne nur Erfahrung. Absolut. Die Ausbildung ist das eine. Die Ausbildung zunächst einmal, die man genossen hat als aktiver Sportler, aktive Sportlerin, dann die Ausbildung zum Wertungsrichter. Aber die wirkliche Kenntnis, die wirkliche Einsatzkenntnis, Erfahrung, die kommt nur mit den Jahren, in denen man eben Turniere aller Leistungsklassen, aller Altersgruppen wertet. Und das qualifiziert dann letztendlich auch die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter, um ein solch wichtiges Turnier zu werten. Nenad Jeftic hat es eben angesprochen, welcome to the future. Die Zukunft des Tanzsports ist heute Abend hier auf dieser Fläche. Wenn Sportler oder bevor Sportler in den Wettkampf gehen, müssen sie sich aufwärmen. So auch unsere Tänzer und so auch das Parkett. Und da gibt es nichts Besseres als Sie hier heute Abend, die jetzt das Parkett aufwärmen, damit unsere Paare gleich im Fortgang der Weltmeisterschaft hier einen guten Auftritt und gute Leistung Ihnen zeigen können. In dem Sinne, viel Spaß mit unserer Band heute und eröffnen Sie das Parkett. Dankeschön. Eine Abendgala statt, sodass jetzt also zunächst mal ein paar Minuten Gesellschaftstanz hier auf der Fläche stattfinden wird. Gibt uns Gelegenheit, nochmal ein paar Minuten Kräfte zu sammeln und uns in Vorfreude zu ergehen auf die erste Runde dann. Melden uns dann gleich, wenn es losgeht, hier wieder. Cool to the eye, I see the way he makes you smile. Cool to the eye, watching him hold what used to be mine. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh, why? Oh. Without you right next to me, there's no way.
Thank you so much. All right, so let's continue with a cha-cha-cha. Next song is called Dopamina. Enjoy your cha-cha-cha. Put my life on the line. It's the only way you're ever feeling alive. Kiss the rose, love is blind. Again. Oh, 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 oh
So the next song is going to be a slow waltz. The song is called The Last Waltz. Enjoy your slow waltz. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I met you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Thank you.
Thank you so much. The next song is going to be a samba. It's called Más Que Nada. Enjoy your samba. Thank you so much. The next song is going to be a slow foxtrot. Slow foxtrot, it's a song by Robbie Williams. Go gentle. Enjoy the dance floor. Go gentle through
and try to make them love you, and answer every call. Baby, be a giant, let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try to hurt you, just let your daddy know. Now when you go dancing with young men down at the disco, just leave it simple. Keep searching, it's worth it. For thank you so much. Next song is a foxtrot. A foxtrot by Robbie Williams, Jane Horrocks. Enjoy Things. Every night in a city by my window. Window. Staring at the lonely avenue. Avenue. Watching lovers holding hands and thinking about the things we used to do. We used to do. Sing about things. Like a walk in the park. Sing. Like a kiss in the dark. Sing. Like a silver ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Sing. Things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all and heartaches are the friends I'm talking to. And that you get me now. I'm not thinking about just how much I love you. I love you too. Thinking about the things we used to do. We used to do. I think about things. Like a walk in the park. Sing. Like a kiss in the dark. Sing. Like a silver ride. Yeah. What about the night we cried? Sing. Like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing, and the face I see each day belongs to you. Belongs to you. There's not a single sound, and there's nobody else around. It's just me thinking of things we used to do. We used to do. Think about things. Like walking the park. Things. Kissing the dark. Things. Like a silver rock. Yeah, yeah. What about
the night we cry. Things like a lot of style. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. And heartaches are the friends I'm talking to. You've got me thinking about the things we used to do. Thinking about the things we used to do. Als nächstes spielen wir Ihnen eine wunderbare romantische Rumba. The next song is going to be a Rumba. Your Man. Baby, look at the door and turn the lights down low. And put some music on a soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never find a feeling quite as strong. I can't believe how much it's turned. You know that you're my man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let go over. What a head of mine. Look the door and turn on lights down low. Put some music on a surface. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it's turned me on. You know that you're my. Als nächstes ist es Zeit für einen Tango. Now it's time for a Tango. It takes two to tango. Jalousie. Thank you.
Right, so now it's time to... Okay. Time for a little break, I think. Weiter mit der Weltmeisterschaft der Junioren 2. Das Parkett haben Sie jetzt gut warm getanzt. Wir haben es nochmal fein abgefegt und somit sind die besten Voraussetzungen für unsere Paare gegeben, nun in die dritte Runde dieser Weltmeisterschaft einzusteigen. 24 Paare werden sich jetzt jeweils in drei Gruppen in den jeweiligen 5 Tänzen Ihnen präsentieren. And now we continue this World Championship, the Union 2 Latin, with the third round. We have 24 couples in 3 heats, and I want to have the first heat to the floor, please. Are the couples 127, 133, 138, 147, 149, 157, 159, and 209? So, da sind so, wir also mit wir dem Viertelfinale dieser Weltmeisterschaften. Wir hatten es versprochen, pünktlich gegen 21 Uhr geht's los. In dieser ersten Gruppe, diesen ersten 8 Paaren, noch kein deutscher Vertreter dabei. Das hier ist das Paar aus Polen.
können uns ein bisschen näher mit beschäftigen. Timon Olearz und seine Partnerin Victoria Kurda. Schon einige Erfolge im Jugendbereich auf dem Buckel. Samba traditionell die Eröffnung einer solchen Runde. Und das ist das Paar aus Litauen mit der 1,33, Richards Grievins und Maria Gule. Entschuldigung, nicht aus Litauen, sondern aus Lettland selbstverständlich. Das ist im Baltikum natürlich der entscheidende Unterschied. Gleichwohl, das Baltikum, lieber Markus, ja, so ein Jungbrunnen von Talenten. Ja, wir sehen natürlich auch später noch Paare aus Litauen. Dort in den baltischen Ländern wird ganz hervorragende Jugendarbeit geleistet. Seit vielen, vielen Jahren findet man die baltischen Staaten in den Ergebnislisten der Junioren und der Jugend ganz weit oben. Und das kann sehr gut auch heute Abend der Fall sein. Ja, schon sehen bei den beiden gerade, tänzerisch sehr gut ausgebildet, Bewegungen aus der Körpermitte, sollen sie sowieso beim Lateintanzen immer kommen. Aber das so mal als kleiner erster Anhaltspunkt im Vergleich vielleicht mit anderen Paaren dann. Beherrschen auch die Polen natürlich schon sehr gut in diesen jungen Jahren. Ja, die erste Gruppe dieser 24er Runde des Viertelfinals ist vorbei. Und jetzt wird's laut im Saal, denn jetzt kommen beide deutschen Paare zusammen auf die Fläche zu ihrer Samba in diesem Viertelfinale. Sekedi, zweite Samba. 338 und 339, die Nummern, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und hier haben wir schon die Lokalmatadoren. Im Hintergrund das schwarze Kleid, Luna Albanese mit ihrem Partner Dimitri Kalisto. Und hier das zweite deutsche Paar, auch schon eingangs von uns angesprochen, Nicolas Valentin Denius, der wohin den sportlichen Eid sprach mit seiner Partnerin Xenia Remmele aus Düsseldorf. Die stolzen Eltern. Er sieht für mich, Markus, schon sehr erwachsen aus, wenn du den Begriff nicht überstrapazieren willst, aber schon. Ja, absolut. Also wir kennen Roberto Albanese als einen Trainer, der sehr viel Wert auf die klaren Grundlagen legt, aus denen sich dann das gute Tanzen weiterentwickeln kann. Und obendrauf natürlich vor allen Dingen Musikalität ist wichtig für ihn. Schon von den Jugend- und Juniorengruppen an. So, das war dann also schon mal die erste Visitenkarte, die die deutschen Paare hier abgegeben haben in der Samba. Absolut ein guter Start für beide. Thank you, couples. Und es geht weiter mit der dritten Gruppe. We continue with heat number three and the couples. 123, 128, 136, 137, 146, 148, 175 and 255. We have eight couples. Und die dritte Samba, bitte. Und auch hier wird sicherlich gleich mächtig laut. Ein Paar aus der Ukraine ist mit auf der Fläche. Genießen natürlich in diesen Zeiten besondere Sympathien. Unschwer zu erkennen, in die Nationalfarben gekleidet.
Marat Kadyrov und Xenia Surova. Schon etwas weiter die Anreise für die Kasachen, die wir hier sehen. Daniel Kuznetsov und Tamara Belenkaya. Ja, tanzen, Markus, in Osteuropa natürlich eine ganz andere Hausnummer als hier in Westeuropa. Ja, es ist traditionell dort in der Kultur angesiedelt. Von klein auf werden die Kinder daran gewöhnt, sich zur Musik zu bewegen, lernen dadurch einfach ein ganz anderes Körperverständnis, als das bei uns in Westeuropa der Fall ist. Und das bereitet sie in einer ganz anderen Art und Weise vor, um dann in diesen jungen Jahren mit 14 und 15 schon auf höchstem Niveau tanzen zu können. Also die Nummer 1, 2, 3, das ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Paar, das wir uns merken sollten, wenn es darum geht, wer ins Finale kommt. So, das waren die letzten Klänge dieses ersten Tanzes in diesem Viertelfinale. Damit ist die Samba abgehakt. Und es geht nahtlos weiter mit dem Cha-Cha-Cha. Auskommen zum zweiten Tanz, zum Cha-Cha-Cha. We change the rhythm, come to the next dance. It's the Cha-Cha. And now we see the first team. Der All-Round-Tanz für alle Hochzeiten. So we have 8 couples and music please. Ja, es ist in der Tat einer der beliebtesten Tänze. Er ist auch zumindest was die Grundschritte angeht sehr leicht zu erlernen und ist in den meisten Tanzschulen, würde ich sagen, auf jeden Fall favorisiert in allen Altersgruppen. Besuch aus Rumänien haben wir da eben gesehen. Ja, mit der Nummer 157. André Claudio Sasebes und Julia Alexia Haber-Bey. Bei der letzten Weltmeisterschaft auf Platz 13 gelandet, die beiden. Das klingt erstmal nach nicht weit vorne, aber man muss bedenken, die letzte WM war vor gut einem halben Jahr. Und seitdem sind viele Paare, die damals weiter vorne gelandet sind, mittlerweile der Altersklasse entwachsen. Muss jetzt nicht automatisch bedeuten, dass sie trotzdem weiter vorne landen, aber gibt so einen Fingerzeig, wo wir sie erwarten können. Absolut. Auch Rumänien ist ganz, ganz weit vorne in den Ergebnislisten immer. Die letzte Weltmeisterschaft war in Rumänien. Und natürlich haben die beiden dann jetzt auch vor, ein Ergebnis zumindest zu bestätigen, wenn nicht sogar zu verbessern. Aus Island, das Paar Emil Korotin und Eleonora Kerde. Die waren bei der letzten WM sogar noch einen Tick besser platziert als das Paar, das wir eben sahen. Die waren Zehnte, nur ein paar Plätze hinter Luna Albanese und ihrem Partner zum Beispiel. Also ganz sicher auch Kandidaten für Höheres. Absolut, heiße Anwärter auf das Finale. Übrigens, Emil Korotin ist genauso wie Luna Albanese Kind eines bekannten Trainers dort in Estland, Eduard Korotin. Für die beiden gelten dann sozusagen die gleichen Voraussetzungen mit der Erwartungshaltung des Publikums und aller Tanzsportbegeisterten im jeweiligen Land. Wobei berühmte und erfolgreiche Eltern durchaus auch eine Last sein können. Absolut, ja, der Erwartungsdruck ist einfach wahnsinnig hoch und manchmal einfach zu hoch. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ein Paar, das ganz sicher mit um den Titel wird tanzen können. Kommt aus Spanien. Aria Hernandez und Diana Moisienko.
Ja, die beiden lagen im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft auf dem Anschlussplatz zum Finale und damit also unmittelbar hinter den Bremern. Und hatten zwischenzeitlich Zeit, sich ein halbes Jahr weiterzuentwickeln. Ganz schön zu sehen hier, was eben Lateintanzen ausmacht. Mein ehemaliger Tanzlehrer, das ist zugegeben schon ein paar Tage her, hat immer gesagt, stell dir ein Glas Wasser auf den Kopf, das darf nicht wackeln, der Rest schon. Das auch vom Ausdruck her schon sehr erwachsen wirkt, wie ich finde. Das ist ja gerade etwas, was man noch nicht bei allen Paaren dieser Junioren 2 Altersgruppe finden kann. Das ist ganz natürlich, dass der Ausdruck erst wachsen muss mit dem zunehmenden Alter, mit der Lebenserfahrung, mit der tänzerischen Erfahrung. Umso besser natürlich, wenn eine solche Darbietung gelingt, wie wir sie jetzt eben sehen konnten. Dritten Gruppe in diesem Cha-Cha-Cha. 30 Cha-Cha Musik. Es geht los mit Dimitri und Luna Maria. Hier das zweite ukrainische Paar mit der Nummer 147, Bogdan Dunets, Solomia Mus. Sind schon seit ein paar Wochen hier in Bremen, die ukrainischen Tänzerinnen und Tänzer, auch ihre Betreuer. Klar, in diesen Tagen sehr schwer überhaupt zu reisen. Alles möglich gemacht vom Grün-Gold-Club hier in Bremen. Die meisten von ihnen wohnen und trainieren in der Tanzarena und in teilweise den vereinseigenen Einrichtungen. Also da hat sich der Verein und insbesondere die Familie Albanese sehr verdient gemacht, hier Hilfe zu leisten, aktive Hilfe. Wie Dimitri es überhaupt zu dieser WM geschafft hat, ist abenteuerlich genug. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Nachdem wir erneut unserer Begeisterung hier Ausdruck verliehen haben über der wirklich ansprechende Darbietung. Sieht zufrieden aus, der Vater? Absolut. Dankeschön. Wieder werden die Noten gewechselt und wir kommen zum Tanz Nummer 3. Die erste Gruppe ist auf dem Weg auf die Fläche. And now we change to the third dance, direkt to the rumba. Direktes Aufeinandertreffen zweier favorisierten Paare hier. Das Paar aus Düsseldorf und die mitfavorisierten Spanier bei der Rumba, dem ja, Lieblingstanz vieler Lateintänzer, der aber auch, zumindest für mein Dafürhalten, auch derjenige ist, der die Fehler am wenigsten verzeiht. Absolut, die Musik ist recht langsam im Vergleich zu anderen Tänzen und das erfordert natürlich eine wesentlich detailliertere, filigranere Bewegung. Und die große Herausforderung in der Rumba ist natürlich speziell für die Juniorenpaare jetzt, den Ausdruck zu zeigen. Die Geschichte der Rumba, was der, wie man immer so schön herbeizitiert, der kokette Flirt
der Unverbindliche im Cha-Cha geht es dann jetzt wirklich an die Beziehung von Mann und Frau und das in dieser Form darzustellen, wie wir es hier von den Spaniern sehen, das ist wirklich schon allerhöchstes Niveau. Thema Musikalität, die Bewegung, nicht nur Schritte zu tanzen, nicht nur im Körper zu bewegen, sondern eben halt auch die Bewegung auslaufen zu lassen, durch die Arme, bis in die Hände, bis in die Fingerspitzen. Das können wir ganz gut sehen, weil hier bei dem absolut Vertreter, das ist vor allem bei ihm schon für einen Herrn sehr weit entwickelt. Dankeschön, den Paaren. Und wir kommen zur zweiten Gruppe, die wir jetzt mit ihrer Rumba erleben dürfen. And now we see the second heat, 8 couples and your Rumba. Musik. Das Paar aus Zypern, eingangs haben wir es gesagt, wirklich eine Weltmeisterschaft, sehr, sehr viele Nationen vertreten hier, bringt man einfach auch so ein internationales Flair da rein, werden nach meinem Dafürhalten mit dem Ausgang des Turniers nichts Wesentliches zu tun haben, man zählt nicht zum unmittelbaren Favoritenkreis. Ich glaube, wenn wir noch die Bilder im Auge haben von den Spaniern, aus der Rumba gerade eben, dann sieht man, dass es dort wesentlich detailliertere, feinere, musikalischere Bewegungen waren, die sie gezeigt haben über die anderthalb Minuten. Litauen, die Nummer 125. Tupas Minskas und Emilia Ulcinaite, Litauen. Ja, das ist in Lateinerohren natürlich immer so ein klangvoller Begriff, vor allem wenn man sich an die goldenen Zeiten der Lateinformation aus Klaipeda erinnert, die es leider nicht mehr gibt, aber bringt immer wieder fantastische Tänzer hervor. Hier noch mal die beiden Zyprioten wirken dann wirklich regelrecht kindlich fast gegenüber anderen Paaren, ja, die hier. Man sieht auch immer wieder kleine Wackler am Ende einer Bewegung. Es ist nicht hundertprozentig balanciert, was die beiden machen. Sind ganz sicherlich aber auch noch der jüngere Jahrgang, würde ich jetzt vermuten. Und immerhin in den Top 24 einer Weltmeisterschaft mit 66 Paaren. Wir werden noch einmal mit einer Rumba verzaubert. 8 Paare in der dritten Gruppe. And now we see once more Rumba and the third heat. Ja, wenn es laut wird, dann wissen Sie, wer das Parkett betritt. Auch leicht zu finden, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Schwarzes Kleid und eine weiße Blumendekoration im Haar. Während wir hier mit der 149 die uns schon aus der Samba bekannten polnischen Vertreter noch einmal mit ihrer Oma sehen dürfen. No matter where you send me,
Rumba immer schön zu sehen. Tanzen ist nicht nur Körperbewegung, Tanzen ist manchmal auch Schauspiel. Das gehört dazu. Das ist der Ausdruck, das ist die Geschichte, die dargestellt werden soll. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, das Werben umeinander. Hier ist auch besonders gut zu sehen, wie die Jungen, wie die männlichen Partner mit ihrer Dame umgehen, wie sie mit ihr tanzen, wie sie für sie tanzen. So, das beschließt die Rumba, diese Runde. Zwei Tänze bleiben noch. Dankeschön, den Paaren. Thank you. Zum einen der so schnell Paso können drei Doble. Gruppen Rumba vorbeigehen, sodass wir und dann später zum Abschluss der Jive. Die erste Gruppe nimmt bereits Aufstellung. Und danach wird dann gesiegt. Aus 24 werden 12. And the first team takes position to the floor. Musik. Paso Doble. Herkunft Spanien, zählt trotzdem zu den lateinamerikanischen Tänzen. Das ergab sich über die Definition in den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts, als man festgelegt hat, welche Tänze zu dem sogenannten Standardprogramm gehören und welche dann zu den lateinamerikanischen Tänzen gezählt werden. Da haben sich einfach Komitees zusammengesetzt, die dann am mehr oder weniger grünen Tisch entschieden haben, dass der Paso Doble der lateinamerikanischen Kategorie zugeordnet wird. Besonderheit, es ist der einzige lateinamerikanische Tanz, bei dem sich die Paare durch den Raum bewegen. Alle anderen sind mehr oder weniger Platztänze. Ja, Samba ist schon auch ähnlich mit der progressiven Bewegung um die Tanzfläche. Ich würde ganz besonders herausstellen, dass neben der Rumba das der zweite Tanz ist, der eine ganz große Schwierigkeit durch den Ausdruck bringt. Die Darstellung der verschiedenen Facetten des Paso Doble. Früher hat man immer gesagt, das ist die getanzte Version des Stierkampfes. Aber über die Entwicklung, über die Jahre sind viele andere Elemente aus dem Flamenco, aus spanischen, anderen spanischen Tänzen mit dazugekommen, die aber eben halt sehr charakteristisch mit sehr viel Körperspannung und auch sehr viel Dehnungen im Körper dargestellt werden müssen. Die man hier gerade noch mal ganz gut sehen konnte in der Schlusspose. Und es geht fließend weiter mit der zweiten Gruppe. Sie damit sind für mich Rumba und Paso Doble gewiss die größten Herausforderungen für die jungen Paare. Paso Doble with team number two. Okay, Musik ab. Während wir wieder die beiden für Bremen Startenden sehen, nur kurz angemerkt, die Abstände zwischen den einzelnen Auftritten werden natürlich mit Fortgang des Turniers immer kürzer. Das wird dann irgendwann auch eine Frage der Kondition, auch schon in diesem Alter. Das absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, 2,5 Jahre Pandemie, 2,5 Jahre ohne die regelmäßige Herausforderung von Wettkämpfen, von Turnieren, von Meisterschaften. Je nachdem, wie die Paare überhaupt trainieren konnten in der Zeit, kann das durchaus dann, wenn es in die Entscheidung geht, dann auch nochmal den Ausschlag geben. Paso Doble ist natürlich auch
der Tanz, der ganz speziell auf diesen Titel der Musik, auf diesen speziellen Paso Doble choreografiert wird. Und da bringt natürlich dann Roberto Albanese seine ganze trainerische, choreografische Qualität auch ein und choreografiert das ganz sicherlich bis ins letzte Detail, bis zur letzten Fingerspitze perfekt und präzise auf die Musik, die gespielt wird. Schön, dass du das gerade ansprichst, weil ich werde oft gefragt, gibt es eigentlich für Paso Doble oder um Paso Doble zu tanzen wirklich nur diesen einen Titel? Gibt es eigentlich nicht von der Rhythmik her, nicht? Aber er wird immer benutzt. Ja, weil es als der Paso Doble ist. Oftmals haben dann auch Arrangeure oder Komponisten versucht, andere Paso Doble zu schreiben. Leider muss man sagen, vielfach ist es nicht gelungen. Genießen wir also die vertrauten Klänge. Jawohl. Hier sehen wir jetzt mal mit der Nummer 137, auch aus einem osteuropäischen Land, aus der Republik Moldau, ein Paar. Beide moldawischen Paare sind in dieser Gruppe im Paso Doble. Auch die Republik Moldau, eine Keimzelle des Jugendtanzsports. Und für uns gut zu verfolgen, weil sie aufeinanderfolgende Nummern haben, 137 und 136. Sehen wir das zweite Paar der Republik Moldau. Und damit ist auch schon der Paso Doble in diesem Viertelfinale Geschichte. Dankeschön, und dann gleich der schnellste, der anstrengendste, auch der jüngste Lateintanz von der Historie her. Ich glaube, 1976 erst ins Welttanzprogramm aufgenommen worden. Der Jive. Ja, in der Tat ist der Jive erst in den 70er Jahren in das Programm offiziell aufgenommen worden. Vorher hatten dann in der sogenannten Allround-Disziplin, was heute 10-Tänze-Disziplin heißt, hatten die Standardpaare immer den Vorteil, dass sie 5 Tänze hatten, 5-mal also gewinnen konnten gegen die Latein-Favoriten, die immer nur 4 Tänze für sich verbuchen konnten. Das auszugleichen war einer der Gründe, warum man dann den Jive auch offiziell in das Turnierprogramm mit aufgenommen hat. Ja, kann mir vorstellen, dass der in dieser Altersklasse natürlich auch mit am meisten Spaß macht. Ja. Die beiden Düsseldorfer. Mit sehr charakteristischen Bewegungen, diese Stops, diese Pausen, charakteristisch für den Jive. Kicks und Flicks sehen wir hier, typisch für den Jive. Aber es wird nicht lange dauern und die typischen Dreischrittbewegungen werden zu sehen sein, die im Jive auch entsprechend vorkommen müssen in der Choreografie. Da haben wir es gerade gesehen. Im Vordergrund ganz gut zu sehen. Strengt an. Letzter Auftritt für die beiden Bremer. Oder für Bremen startenden vielmehr. In dieser Runde. In dieser Runde, selbstverständlich. We continue this dance with heat number two. Da werden schon noch welche kommen, da bin and ich mir sicher. Also 8 couples with their jive. Musik. Wieder
wieder beide Paare aus der Republik Moldau in einer Runde zusammen. Das wird gelost, das ist nicht gewollt oder beabsichtigt, sondern wirklich jeder Durchgang, jede Runde wird für sich gelost. Sehen wir gleich nochmal mit der 159 die beiden Esten. Im Hintergrund sind sie die Dame mit dem Hosenanzug. Fallen mir außerordentlich gut. So, eine Runde noch, dann ist dieses Viertelfinale und wir kommen zum letzten getanzt und entschieden. In der dritten Runde, acht Paare geben noch einmal alles mit ihrem Jive. And we finish this third round with a third heat of Jive. Musik. Hier noch einmal vertreten in dieser Runde die mitfavorisierten Spanier mit der 139. Kennen Sie mittlerweile schon. Ja, das ist wirklich besonders, also für mich zumindest, Markus, beim Herrn beeindruckend, was er in diesem Alter zu zeigen imstande ist. Ja, du sprichst eine ganz wichtige Facette an, ein Paar, ein beeindruckendes Paar. Es ist nicht eine Zusammenstellung von einem starken Partner mit einem schwächeren, sondern wir sehen ein Paar, was uns begeistert. Sehr schöne, deutlich zu erkennende Fußtechnik, die Grundlage ist natürlich für eine hervorragende Balance. Zur Einordnung, auch das wird häufig gefragt, ist Jive nicht gleich Rock'n'Roll? Nein, ist es nicht. Beim Rock'n'Roll-Tanz ist Heben und Werfen, es ist handelsüblich, ohne jede Akrobatik, das ist vollkommen richtig. Jetzt gerade hatte ich den Eindruck, in dem Jive der beiden Spanier war es bisweilen ein bisschen zu schnell, was sie gemacht haben. Sie waren dann etwas aus meiner Perspektive hier etwas vor der Musik, das ist natürlich nicht gewünscht und sollte nicht so häufig passieren, wenn sie entsprechend weit kommen wollen. Und weit kommen wollen, muss für die beiden heißen, das Finale zu erreichen. Meine Damen und Herren, das war die dritte Runde, 24 Paare, die sich jetzt um den Einzug in die nächste Runde... So, wir warten dann jetzt auf die Teilnehmer am Halbfinale. Das wird eine Weile dauern, bis das bekannt gegeben wird. Die Wertung, wie gesagt, wir hatten es eingangs erwähnt, nicht öffentlich. Wir müssen also alle warten, was passiert. Und hören einfach, was Roberto Albanese hier zu sagen hat, melden uns dann später wieder. So, first World Championship in Bremen, and I hope you all enjoy this evening. We have wonderful guests from all over the world, so I'm very, very thankful to all of you that you joined this event and that you are really supporting all nations, all couples in this wonderful championship. And
I want to make it short tonight because I don't want to speak too much. But thanks a lot to each sponsor which supported this event to make it possible that we can have this beautiful evening here. And a big, big thank to every volunteer of our team. And herefore, I want a really big applause, which made it possible that this event is how it is. And beside me, I have one of the best persons in my life, our president from our club, Mr. Jens Steinmann, and he will take the word. Thanks a lot and enjoy. And one thing not to forget, after dancing, we need also to celebrate and to come together, and therefore we have a wonderful after-show party. Later, when everything is finished, down at the Maritimba, you are all invited. Maritimba will explore, so it's perfect. So, enjoy. Hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Abend im Danceboard Festival mit der Weltmeisterschaft der Junioren 2 Latein. Toll, dass der Saal gefüllt ist, dass wir Corona so ein Stück weit vergessen dürfen und Sie hier sich einen schönen Abend mit uns machen. Allen voran, Roberto hat es vorweggenommen, ich wiederhole es aber gerne auf Deutsch, unsere Sponsoren des heutigen Abends laufen den ganzen Abend da oben durch. Gucken Sie mal hin, treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen danach, wer uns hier heute Abend diesen schönen Abend mit ermöglicht hat. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Sponsoren dieses Events. Ein besonderer Dank geht natürlich an den Weltverband, an das Präsidium der WDSF und natürlich an das Präsidium des Deutschen Tanzsportverbandes und auch an das Präsidium des Landestanzsportverbandes, weil alle drei haben uns unterstützt, diese Weltmeisterschaft, dieses Turnier hier nach Bremen zu holen. Ich sage Danke an Nenad Nevcik, der heute in Vertretung da ist, an Heidi Estler, die Präsidentin von Tanzsport Deutschland und an Lars Bankert, den Präsidenten vom Landestanzsportverband Bremen. Schön, dass ihr alle da seid. Und auch das Letzte, was ich zu sagen habe, hat euch eigentlich Roberto gerade schon gesagt, die Volunteers. Und an der Spitze dieser Volunteers, Heidi hat ihn schon erwähnt, steht Malte Domski. In diesem Team sind weiterhin Fabian Bunger, Patricia Corallo, Jakob. Ihr seid alle nicht zu ersetzen und wir dürfen deswegen hier feiern, weil ihr Backstage einen super Job macht. Vielen, 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 vielen Dank. So, es soll weitergehen. Sie sollen tanzen, aber Sie sollen auch wissen, dass ich noch einen ganz besonderen Gast begrüßen möchte. Und das ist Annemarie Ponto. Wie bei jeder Veranstaltung sitzt sie in der ersten Reihe und ich sage Danke für die großzügige Unterstützung und für ihr großes Herz für den Tanzsport. Herzlichen Dank. Jetzt geht's weiter. Für Sie nutzen Sie das Parkett. Solange kein Sport stattfindet, dürfen Sie Social Dancing machen und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Einen schönen Abend. Ja, genießen Sie nun einen Wiener Walzer auf der Tanzfläche Viennese Waltz. Hier ist I'll Never Fall in Love Again. So many times, thought I knew the score, but now you're treating me so wrong, I can't take it anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. Fall in love. No, I'm never gonna fall
Bubble Springs, I heard about you. I thought they're only lies, but when I caught you in his arms, baby, I just broke up on the side. And it looks like I'm never gonna fall in love. Cause that's why I'm singing for So the next song we're going to play is a cha-cha-cha. It's called Too Hot to Touch. So enjoy the dance floor, enjoy this cha-cha-cha. Scene girl, she's in control. Turns the heat up, then she lets me go. She wants me, then she don't. She's the leader. And I follow my love. It's easy for you setting the rules and playing it cool. My heart, like a broken cassette, it goes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too hard to touch. She's too. Just too hot to touch.
know that I gotta do. She knows that I want it. She's too hot to touch. Thank you so much. Vielen Dank. Als nächstes spielen wir Ihnen ein Tango. This tango is called Adios Muchachos. Enjoy. Thank you so much. The next song is a Disco Fox. And it's a Disco Fox by the band Poor. It's a Poor party. It makes enjoy the dance floor with a Disco Fox. Nicht hart im Leben, du bist ruhig und weich. Dich nicht zu mögen ist nicht leicht. Oh, oh, oh. Du bist kein Einzelkämpfer, du bist so herrlich schwach. Vertrau mir und benutz mich, wo zu sind, denn schließ dich Freunde da. Ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, wenn du mich nur lässt. Hör gut zu, du bist mein Glück und ich sing dir meine Lieder.
zwei, wir stehen dir bei. Ei, ei. Lena, du hast es oft nicht leicht, wie weit die Kraft doch reicht. Wenn ich am Boden liege, erzählst du mir, dass ich weit fliege. Lena, wie ein klarer, warmer Wind, wenn die Tage stürmisch sind, lass ich mich zu dir treiben, Sehnen aneinander reiben. Hab mich wieder mal an dir betrunken, hochprozentig Liebesrausch, den schlaf ich mit dir aus. Whoa. So much. So we're going to do a little break because of some technical difficulties. So maybe you can enjoy a cha-cha-cha. DJ put some music on and you enjoy your cha-cha-cha. Thank you.
Dankeschön. So, meine Damen und Herren, Sie haben schon wieder Platz genommen. Das ist sehr schön. Wir haben unsere freundlichen Damen, die das Parkett wieder präparieren für unsere Paare. Und die verdienen doch auch mal von Ihnen einen riesen Applaus, dass Sie diesen Job hier heute Abend für die Paare übernommen haben. So, ich darf die das Wertungsgericht wieder an die Fläche bitten. May I have the judges to the floor, please? Yes, not no. So, es ist alles vorbereitet. Die Paare sind bereit. Wir haben 12 Paare im Semifinale und ich darf die erste Gruppe auf die Fläche bitten zur Samba. May I have the first heat of the semifinal of the first dance of Samba? That's the couple 125, 126, 133, 139. 149 and 175. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es geht allmählich um die Wurst hier. So, das Halbfinale ist komplett. Und wir müssen zunächst mal Ihnen allen die aus deutscher Sicht betrübliche Mitteilung machen, dass das zweite deutsche Paar, nämlich Nicolas Valentin Denius mit seiner Partnerin Xenia Remmele, nicht mehr dabei sind. Für sie war im Viertelfinale leider Schluss. War eine knappe Entscheidung, soweit wir das mitbekommen haben, ohne dass wir das jetzt näher einsehen können. Aber ich glaube, Markus, der Eindruck zumindest war unserer, dass es knapp gewesen sein muss. Aus meiner Sicht unter Wert geschlagen, die beiden. Ich hätte ihnen sehr gegönnt, auf jeden Fall eine Runde weiterzukommen. Aber so ist es im Sport. Ja, auch beide ukrainischen Paare im Übrigen nicht mehr dabei. Das ist hier nicht der ESC, die Ukraine gewinnt nicht automatisch, aber es ist Sport. Auch das überrascht mich zumindest für eines der beiden ukrainischen Paare, dass ich deutlich weiter vorne gesehen hätte. Geschafft ins Halbfinale haben es dafür die beiden Polen, die wir hier sehen. Emil Korotin und Eleonora Terde, natürlich nicht Polen, Entschuldigung, das sind die beiden Esten. Und das auch vollkommen verdient, finde ich. Die haben eine fantastische Vorrunde und haben ein sehr gutes Viertelfinale gemacht. Ja. Dieses Paar haben wir eben noch nicht vorstellen können mit der Nummer 175 aus Israel, Alon Kaikov und Mayan Rier. Ja, weiterer Beleg für die wirklich mehrfach angesprochene Internationalität dieser Weltmeisterschaft, die diesen Begriff wirklich, wirklich verdient hat. Und auch natürlich ein weiterer Beleg dafür, wie weltumspannend dieser Sport einfach ist. In nahezu jedem Land der Welt wird er ausgeübt. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass eben die Kriterien, nach denen bewertet wird, weltweit die gleichen sind. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Für diese 12 Paare hier im Semifinale ist das jetzt vielleicht die wichtigste Runde der heutigen Weltmeisterschaft. Aus dem Vorjahresfinale, wie vorhin schon von dir angesprochen, nur noch das deutsche Paar dabei. 5 Plätze im Finale, so sagt man dann, sind auf jeden Fall frei, wenn wir mal davon ausgehen, dass Luna und Dimitri es schaffen werden. Und da geht's jetzt richtig, richtig um die Wurst. Wir treffen hier auf diese zwei, die wir Ihnen auch bisher noch nicht vorstellen konnten. Aus Frankreich kommen sie. Lorenzo Collin und Barbara Makienko.
ähnlich wie bei den Spaniern, die beiden Franzosen, finde ich, auch schon recht, ich benutze das Wort wieder, erwachsene Bewegung. Ja, man kann das schon sagen, wenn die pure Tanztechnik, die Beweglichkeit mit der Musikalität und dem Ausdruck zusammenkommt, dann ist es das, was das erwachsene Tanzen sicherlich unterscheidet von dem, was man von Jugendlichen in diesem Alter von 14 und 15 erwarten würde. Hier auch sehr gut präsentiert von unserem deutschen Meisterpaar. Das schließt die Samba jetzt schon ab. Dadurch, dass halt um weitere 8 Paare reduziert wurde, ist jede Runde jetzt nur noch, oder jeder Tanz jetzt nur noch 2 Runden lang. Und das bringt es mit sich, dass einzelne Paare dann auch gleich auf der Fläche bleiben dürfen und in die nächste Runde in den ersten Tanz gelost wurden. So geht es gerade unseren beiden Bremern hier, die direkt nach der Samba jetzt den Cha-Cha-Cha tanzen müssen oder dürfen. Dürfen, würde ich sagen. Die Paare haben so viel Kondition, dass sie dieses sehr gut bewältigen. And now we come to the second heat, second dance, Cha-Cha, first heat. Das sind die ersten Co-Routine Kerde. Frankreich mit der Nummer 144. Ganz gut jetzt hier vielleicht im direkten Vergleich die Paarharmonie des deutschen Paares. Ja. Da gibt es keinen klaren Chef im Ring, will ich mal sagen. Das ist wirklich ein Paar. Die Franzosen, die wir davor sahen, für meine Begriffe sehr herrenlastig. Ja, ein bisschen herrenlastig ist das französische Paar vielleicht. Was wir hier natürlich perfekt sehen, ist, Dimitri tanzt mit seiner Dame und für seine Dame. Alles, was er macht, setzt er ein, um sie gut aussehen zu lassen. Perfekt der Rahmen jetzt in der Führung. Wenn wir auf die Haltung achten, wie die Verbindung im Paar ist, die Verbindung zwischen beiden Partnern. Dankeschön, thank you. Und der Wechsel erfolgt zur Gruppe 2. We change to the second heat. And we see once more Cha-Cha-Cha. Musik. Polen und Spanien wollen wir präsentieren in dieser zweiten Gruppe im Cha-Cha-Cha. Und beginnen wollen wir mit den Polen. Und die Spanier, die wir schon mehrfach angesprochen und gesehen haben, mit einem weiteren Beleg dafür, dass sie zum engeren Favoritenkreis hier zählen. Vorhin im Viertelfinale vielleicht mit der Schwäche im Jive. Mal sehen, wie sie ihn diesmal hinbringen.
Das ist aber normal, dass nicht jedem Paar jeder Tanz gleich gut liegt. Sei ihnen zugestanden. Wenn sie Meister werden wollen, müssen sie alle fünf Tänzer auf höchstem Niveau zeigen. Diese Passage gefällt mir auch nicht. Da gehen sie mit, für mein Gefühl, zu großen Schritten. Eine zu große Strecke in diesem Cha-Cha. Das ist nicht wirklich typisch. Und die Körperbewegung und der korrekte Einsatz der Füße und Beine leiden darunter. Dankeschön, thank you. Wir wechseln wieder den Rhythmus. Schon ist Tanz Nummer 3 Cha-Cha abgehakt und wir kommen zur Rumba. Ja, Spanien darf gleich auf dem Parkett bleiben. Jawohl. Und übrigens auch Polen. So, die Paare sind bereit, sie haben ihre Position bezogen. And now we see. Und auch das zählt dazu. Oh. Alter Bekannter, guter Bekannter hier in Bremen, Ailton. Auch mit tänzerischer Vergangenheit. Oh ja. Samba muss ein Brasilianer, glaube ich, nicht lernen. Alles andere... Ja, aber er hat es damals im Freitagabendprogramm auch sehr, sehr gut gemacht. Und das wiederum eine der Stärken der Spanier, die Rumba. Mir fehlt allerdings, wenn ich ihn sehe, ein bisschen die Verbindung von seinem Ausdruck, von seinem Tanzen zur Dame. Vielleicht macht es die Polen besser für deinen Geschmack, wie wir hier sehen. Ja, diese Facette des Partnering, wie wir es nennen, gefällt mir in der Tat beim polnischen Paar besser als bei den beiden Spaniern. Dankeschön. In der zweiten Gruppe jetzt. Wir freuen uns gleich auf natürlich neben Gruppe dem Bremer Paar, das wir freuen selbstverständlich auf weiter aufmerksam beobachten. Ein paar aus Tschechien dabei, das wir bislang auch noch nicht auf dem Zettel oder im Fokus hatten. Das wird sich gleich ändern. Ja, am rechten Bildrand unten die Nummer 127, Dominik Novak und Alice Maskova. Klarer Fokus
Dimitri hier auf seine Dame zu seiner Dame. Ja, und das ist dann eben der Unterschied, vor allen Dingen beim Stichwort Ausdruck. Ne? Das ist schon eine besondere Qualität, das in dem Alter auf diesem Niveau zu präsentieren, wie ja. es die beiden deutschen Meister hier tun. Im direkten Vergleich jetzt gerade vielleicht auch zu sehen mit den Tschechen. Eine sehr schöne gemeinsame, weiche Bewegung sehen wir hier von den beiden Bremern. Tanzen mit Seele. Das ist nicht nur Tanzen zur Musik, das ist Tanzen mit der Musik, Tanzen in der Musik. Richtig aufgehen in dem Titel, der jetzt gerade gespielt wird in dem Moment. Sicherlich eine Stärke der beiden. Schaut so aus, als dürften sie gleich nochmal. Ja, so ist es. Sind in der ersten Gruppe beim Paso dran. Oder wir lassen wieder die Noten wechseln bei unserer Band, denn wir kommen zum nächsten Tanz, Paso Doble. Die erste Gruppe zieht Position. So, we need one couple more, yes. Auch die Tschechen dürfen bleiben im direkten Vergleich. Unten rechts die Polen. Couples, please. Be cool. Die Tschechen oben, nahe der Mitte der Tanzfläche. So, you know. Einer fehlt, also ein Paar fehlt. 123, 127, 149, 175, 338. Wow. Welcome. Wähnten sich offenbar in der zweiten Gruppe. So. Die beiden Spanier. We are ready. Musik. Dafür hatten die anderen fünf für jetzt 10 Sekunden länger zum Durchatmen. Eine junge Dame, pinkfarbenen Kleid. Wird auch, fließt das ein in die Bewertung, ein Sturz. Theoretisch, nach den Regularien, dürfte es eigentlich nicht so sein, weil nur gewertet wird, was gezeigt wird und nicht das bewertet wird, was nicht gezeigt wird. Aber vollkommen korrekt, der Sturz als solcher darf nicht gewertet werden. Aber man kann eventuell erkennen, ob dieser Sturz die Ursache hatte, dass ein Strassstein auf dem Parkett war und das Paar schlicht und ergreifend ausgerutscht ist, oder ob ein Balancefehler, eine technische Fehlleistung dafür verantwortlich gewesen ist, und dann geht es natürlich ein in die tänzerische Qualität. Wo du die tänzerische Qualität gerade ansprichst, was werten, welche Gebiete werten die neuen Wertungsrichter in Kurzform? Ganz klar, erst einmal ist das Paar in allen Bewegungen, die es tanzt, balanciert. Alles, was man immer mit den Begriffen Technik umschreibt, ist vielmehr Werkzeug, Mittel zum Zweck, um eben balanciert und in einer ökonomischen Körperbewegung dort anzukommen, wo ich hin möchte. Also Technik als Technik alleine zu bewerten, ist in meinen Augen bisschen ähnlich. Jeder von uns verwendet einen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, und einen Schraubendreher, um eine zu drehen. So sollte man die Technik sehen, zu tanzen. Und wie gesagt, in jeder der Aktionen, so schwierig sie auch sein mögen. Dazu kommen natürlich auch Körperlinien, das können wir hier im Paso Doble ganz besonders schön erkennen.
sogenannte Shapes, Dehnungen der Körperseiten, Rotationen um die Körpersenkrechte. Dramatisches Ende der beiden Litauer, die wir gerade hier noch zum Schluss sahen. Was mir gerade in den Sinn kam, Markus, beim Beobachten Dankeschön, der Darbietung. Vielleicht für die Zuschauer, die nicht so ganz im Tanzen drin sind, einfach nur mal beobachten, wie wirkt die Darbietung auf mich. Ist es eine Aneinanderreihung, wie beispielsweise ein einzelner Karatekämpfer, der verschiedene Kampftechniken aneinander klebt, in Anführungszeichen? Oder wirkt das Ganze so, als sei es, käme es aus dem Körper heraus als Entsprechung der Musik? So ungefähr ist die Herangehensweise, um einfach auch als Laie beurteilen zu können, was ist gut und was ist weniger gut. Ein homogener Ablauf der Bewegung, passt das, gefällt mir das? Oder habe ich das Gefühl, da ist irgendeine Wackelei dabei, da ist irgendetwas eckig? Das beginnt in der Bewertung natürlich dann bei dem einzelnen Herrn, bei der einzelnen Dame und soll dann homogen zusammenwirken zwischen beiden Partnern. Hier kann man zum Beispiel ganz schön erkennen, wenn Arm- und Handbewegungen gezeigt werden, sieht das so aus, als würde ein Arm einfach weggeworfen werden. Oder kann ich erkennen, dass die Armbewegung einfach die Verlängerung der Körperbewegung ist und dass die Hände dann auch klar platziert werden am Ende der Bewegung. Jede Bewegung hat Bedeutung hier bei den beiden. Johnny be good. Hier im Jive geht es natürlich auch sehr stark um die Energetik. Was ist noch da an Energie, an Bewegungsfluss am Ende einer solchen Runde? Wir hatten eben ein paar im Bild, da wirkte es ein bisschen schwerfällig. Das waren natürlich nicht unsere deutschen Meister. Es wirkte ein bisschen schwerfällig und dann wird auch sehr schnell die Beziehung zur Musik verloren gehen. Dann ist es nicht mehr in der Musik, nicht mehr musikalisch. Oder wenn es ganz, ganz, ganz hart kommt, dann ist es vielleicht auch nicht mehr im Takt. Final and second heat of the semifinal. Six couples. And so, letzte Runde, letzter Tanz in diesem Halbfinale. Danach werden aus 12 Paaren 6. Die Israelis sehen wir hier nochmal. Hier sehen wir, das ist nicht ganz homogen, es ist nicht harmonisch, die Bewegung, das Timing der Flicks und Kicks ist nicht abgestimmt zwischen den beiden Partnern, die Dame. Etwas langsamer als der Herr, weniger energetisch. Die Lippen. I never kiss the goose, but I can shake and shake and then I mean I love you when I get my car.
Ja, ganz gut zu sehen bei den beiden hier aus Israel. Die Ruhe im Körper fehlt, obwohl der Tanz natürlich ein extremes Tempo hat, aber genau darum geht's. Ja, es passt nicht so hundertprozentig zusammen, wenn man die beiden sieht. Wahrscheinlich, ich will es nicht verschreien, aber wahrscheinlich war das ihr letzter Auftritt bei dieser Weltmeisterschaft. Für mich wären die beiden nicht im Finale mit dabei. Können aber zur allgemeinen Beruhigung, glaube ich, ohne dass wir irgendwelche Zwischenstände kennen, sagen, dass unsere deutschen Meister ziemlich sicher im Finale stehen werden. Nach den Eindrücken, die wir hier sammeln konnten. Und wer sie begleitet dorthin, das werden wir Ihnen dann zu gegebener Zeit sagen. Kurze Pause, kurze Tanzeinlage für das Publikum hier. Wir melden uns dann gleich wieder mit Ergebnissen und dem Finale dieser Weltmeisterschaft. Bis gleich. Unsere Band für Sie Fläche frei. Right. Also, jetzt ist die Tanzfläche wirklich für Sie wieder freigegeben. Wir freuen uns, Sie freuen sich über einen Disco-Fox. Wir spielen für Sie ein Udo Jürgens-Medley. Let's enjoy some Disco-Fox-Music. For you on the dance floor, this is Disco-Fox Udo Jürgens. Treffen sie täglich um Viertel nach drei. Oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kies oder auf Sahnebuffet. Auf Früchte als Ananas, Kies und Banane. Bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Yeah.
diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was sich soeben unter unser Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Hey, hey, hey. Sie meinen, du und ich, wir passen in dieses ehrenwerte Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei hört ich nicht länger aus. Hey, hey, hey. Wir packen unsere sieben Sachen und sind fort aus diesem ehrenwerten Haus. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin, sobald der Stress vorbei ist, solange ich nämlich hier kann. Dann fühle ich uns, als wär's ich, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch rein und mach auf heiße Zyklon. Sehen mich die Leute entrüstet und streng, dann sag ich, meine Lieben, ihr seht es viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da haben wir Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst ein Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. So much. The next song is a slow waltz, langsamer Walzer. Freuen Sie sich auf diese wunderschöne Nummer zum langsamen Walzer. Slow waltz. There goes my reason.
Thank you so much. The next song is a cha-cha, and it's about a night like this. So enjoy the next cha-cha. From where you are, you see the small static horizons, they play cards, and you walk over softly moving past cigars. The stakes are getting higher, you can feel. You call the bluff, it's just the ace you never saw, and they play much. And now it's more than all the cards you want to touch. You never know it's winning, it could really be enough. Take a look beyond the moon, you see the stars. And when you look around, you know the room by heart. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir dürfen Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Es geht im Turniergeschehen fort. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Time that
So, meine Damen und Herren, während die Fläche noch präpariert wird, darf ich Ihnen ein neues Turnier hier am heutigen Abend mit ans Herz legen. Denn wir haben viele Turniere, die in den gestern, heute und auch noch morgen durchgeführt werden. Und wir erleben jetzt das Semifinale in den Standardtänzen der International Open Standard Erwachsenen. Und ich darf Ihnen hier das Wertungsgericht vorstellen. And now may I introduce the judges from Italy, Mrs. Katia Antonelli Vanone. Can you drive that monkey soul? Katia, you get yourself together. Also from Italy, Mr. Pietro Braga. From the Czech Republic, Mr. Cenek Fenchak. We welcome Mr. Mirjak Gravilia from Romania. From Belgium, welcome Mr. Guy Jottai. Aus Deutschland begrüßen wir Assis Katjanouri. From France, bonsoir, Jürgen Neudeck. From Latvia, we welcome Mr. Vladis Kutans. Also a warmly welcome Mr. Emmanuel Valery from Denmark. From Netherlands, we welcome Mr. Jeffrey van Merkek. And from South Africa, we welcome Mr. Grant Batses. Chairperson of this competition, we say Guten Abend an Thomas Essler aus Deutschland. So, und wir starten die fünf Standardtänze jeweils in zwei Gruppen. May I have the first heat of waltz to the floor, please, couples. So, we have six couples, es sind sechs Paare da. Wir freuen uns auf einen langsamen Walzer. I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to bring up our happy home. Oh, don't get so excited when I come home a little late at night. 'Cause we only act like children when we argue, fuss, and fight. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Dankeschön, thank you. Und es geht weiter mit Gruppe 2. We continue with Heat 2. Once more, six couples. And we see your waltz, please. Mm-hmm.
to see is everything. Don't need much anymore. Find time, self-love, and let myself home. Friends who won't care, just walk out my door. Love. When I call out your name, love is the cry when there's no one left to blame. But I give everything to see you again. I've been ja, danke schön, thank you. Auch hier lässt es sich nicht vermeiden bei 12 Paaren und 2 Gruppen, dass Paare in der Auslosung 2 Tänze hintereinander tanzen müssen. Wir kommen zum zweiten Tanz, ist der Tango. Erste Gruppe formiert sich mit 6 Paaren. And now we come to the second dance. And we see the first heat. It's the first heat in Tango. Music. Dankeschön, den Paaren. Thank you. And now we change to the second heat of Tango. Der Wechsel erfolgt auf die zweite Gruppe. Ebenfalls Tanz Nummer 2, Tango. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Musik ab, bitte.
Dankeschön, thank you. Und es geht weiter mit dem nächsten Tanz. Tanz Nummer 3, Wiener Walzer. We change the rhythm, takes new music, come to the next dance. It's the Wiener Waltz, and we have the first heat to the floor. Musik! Dankeschön, thank you. And now the second heat. We change the couples and see the second heat of the Wiener Waltz. Die zweite Gruppe betritt die Fläche und präsentiert uns jetzt ihren Wiener Walzer. Musik. Cool to the eye, I see the way he makes you smile. Cool to the eye, watching him hold what used to be mine. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh, why? Oh. Dankeschön, den Fahren. Thank you, couples.
Und wir kommen schon zum nächsten Tanz, der Tanz Nummer 4. In den Standardtänzen ist der Slow Foxtrot. Auch hier präsentieren sich 6 Paare Ihnen und werden uns mit ihrem Slow Foxtrot verzaubern. Ladies and gentlemen, we come to the next dance. It's the Slow Fox and we see the first heat. Musik. Out of it in old New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. Dankeschön, thank you. Und der Wechsel erfolgt zur Gruppe 2. And now we see heat number 2 in Slow Fox. Musik bitte. And you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't live and I can't sing. It's hard and it's hard to do anything. You feel I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew when I came alone, just like a song, and burned in my bed. Who am I believer that you were part of dreams? And now it all seems light is away. And you know I can't smile without you. Oh, I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. It's hard and it's hard to do when it's in. You feel I'm feeling sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew that I'm going through, I just can't smile. Some people say heaven is dead. Recht herzlichen Dank unseren Paaren. Thank you, couples. Damit kommen wir zum abschließenden 5. Tanz in dieser Runde. Quick Step.
6 Paare werden wir hier jetzt erleben und Sie haben die letzte Möglichkeit, sich Wertung fürs Finale zu ergattern. And now we come to the final dance. It's the quick step in this tournament and we see the first heat, 6 couples. Musik. You're looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let him in and save your day. Show me what you got. I know you've got a lot, so don't you let it slip away. Just show me what it takes to hold you. Maybe no one told you. Trust me when I say today's your lucky day. Today's a lucky day. Dear diary, on my way to madness, you don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure. Show me what you got. I know you got a lot, so talk. Just show me what it takes to hold you. Maybe no one told you. Yeah, danke schön, thank you. Und noch einmal Quickstep mit den verbliebenen 6 Paaren. Once more. Quick step with the second heat and the 6th couple. Musik. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do. And I had a bad picture. Cause it seems that coming home with my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Oh, don't come on over. Stop making a fool that away. Why don't you come on over? Did you have to come on chair? Put your hands up off the sand. Did you gotta get low, 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 low? Hope you didn't catch a stand. Hope to find the right old man who fits it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pray that fine? Said you, well, I do still time. Are you that easy? Oh, when I'm coming home, where's my body's been a mess? And I miss you tender hair and the way you look at this. Thank you.
Dankeschön. Thank you. So, meine Damen und Herren, wir machen unverzüglich weiter mit dem Finale der Weltmeisterschaft Junioren 2 Latein. And now, ladies and gentlemen, we come to the final of the WDSF World Championships Junior 2 Latin. May I have the judges to the floor, please? Und ich darf Ihnen die Paare vorstellen. May I introduce the qualified couple. From Kazakhstan, we welcome couple number 123, Daniel Kuznetsov and Tamara Belenkaya. Couple number 133, Richard Krevens and Maria Golopeva from Latvia. From Spain, couple number 139, Adria Hernandez and Jana Moisenko. Couple number 144, Lorenzo Collin and Bavara Makiko from France. From Romania, couple number 157, Andre Claudia Sasebes and Julia Alexia Ababai. Und die Startnummer 338, Dimitri Kalisdorf, Luna Maria Albanese, Grüngold Club Bremen. So, willkommen zurück unter dem tosenden Applaus des Bremer Publikums. Völlig klar, das sind die Begrüßung für die lokalen Matadoren, die eskortiert werden in diesem Finale von Kasachstan, Lettland, Spanien, Frankreich und Rumänien. Das ist die Zusammensetzung dieses Finales. Herzklopftaste on, los geht's. Nicht wundern, wenn Sie die vorigen Runden verfolgt haben. Einige der Paare haben die Kleidung gewechselt. Dem Finale angemessen. Main sahen wir eben mit der 157. Das ist die Spanier. Und die Franzosen. Nicht ganz einfach vielleicht zu verfolgen jetzt in der Totalen für Sie an den Bildschirmen. Wer ist wer, weil jetzt gleich vier Herren weiße Hemden tragen. Das deutsche Paar hier im Bild, schwarzes Kleid, vielleicht daran gut zu ermessen. Ja, die Farbe ist gleich geblieben. Das Kleid ist gewechselt, die Farbe ist gleich geblieben, schwarz und der klare große weiße Blumenschmuck im Haar. Gutes Erkennungszeichen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, keines dieser Paare wirkt jetzt irgendwie krampfig und kämpferisch im Finale. Sie tanzen alle auf hohem Niveau, aber es hat so ein bisschen was von, nicht falsch verstehen, easy. Es sieht einfach aus, es sieht flüssig aus, es gefällt einfach.
vielleicht ein Indiz dafür, dass für viele dieser Paare das Erreichen dieses Finales das erklärte Ziel war und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach ein Bonuspunkt. Und dass sie sicherlich hervorragend vorbereitet sind von ihren Trainern, von ihren Coaches, die natürlich hier mit dabei sind bei dieser Weltmeisterschaft. Die beste Leistung aufs Parkett zu bringen. Die Esten vermissen wir, Markus, haben wir ja, zur Kenntnis genommen, dass sie es nicht geschafft haben in dieses Finale. Überraschend für uns beide. Für uns beide überraschend, für die beiden sicherlich eine große Enttäuschung. Wobei für mich eine richtig große Enttäuschung ist, dass das polnische Paar es nicht geschafft hat. She wants me, then she don't. She's the leader and the follower. My love, it's easy for you, setting the rules and playing it cool. My heart, I can break it inside. So ein bisschen an uns vorbei in dieses Finale geschlichen, haben wir im Verlauf des Turniers eher selten einen Fokus drauf gehabt, aber wer in diesem Finale steht, der hat es auch verdient. Absolut. Wir haben die Letten vorgestellt in der 24er-Runde am Anfang und auch gleich gesagt, dass sie sicherlich zum engeren Favoritenkreis gehören. Die Kasachen, ihr Bild. Vergleich jetzt zum Beispiel mit dem deutschen Paar, doch optisch schon sehr klar der Unterschied. Das sind noch eher Jugendliche vom Aussehen, vom Ausdruck, von der Bewegung her. Von der Bewegung her, von der Beweglichkeit her, von der Harmonie im Paar, deutliche Unterschiede zu sehen. Freut mich persönlich sehr für die Kasachen, dass sie dieses Finale erreicht haben. Ich hatte im Semifinale schon ein bisschen meine Zweifel, ob sie es schaffen können. Drei Tänze noch, dann wissen wir es. Hier der Anhang aus Kasachstan. Der Lärm, den das Bremer Publikum macht, mittlerweile fast lauter als die Musik. Es ist einfach toll anzusehen, wie diese Paare in einer Gelassenheit hier auf der Fläche stehen, souverän ihre Leistung abrufen und uns tolles Tanzen präsentieren. And now we come to the next dance. It's so, the Rumba. Die Rumba steht an. We are looking forward. Musik bitte. Genug, der entscheidende Tanz bei vielen Turnieren. Du kannst mit der Rumba alles gewinnen, du kannst mit der Rumba auch sehr viel verlieren. Akrobatische Leistung auf einem Bein stehen, eben von der Dame aus Kasachstan. Die Franzosen wirken auf mich schon ein bisschen entkräftet. Es wird nicht mehr souverän ausgetanzt, was an Bewegungen gezeigt werden soll. And you know I always be you.
Schön der Kontrast hier zu sehen zwischen den beiden Paaren. Die Letten doch deutlich weiter in ihren Möglichkeiten, die Rumba darzustellen, in ihrem Charakter, als das bei dem Paar aus Kasachstan gewesen ist. Für die beiden läuft es für mich optimal im Moment. Absolut rund. Auch verglichen mit den anderen Paaren, mit den Franzosen beispielsweise, die wir eben sahen. Keine Anzeichen für konditionelle Mängel. Wir müssen ja bedenken, die haben heute am frühen Nachmittag angefangen, Runde für Runde zu tanzen. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Tänze die mittlerweile alle sprichwörtlich auf dem Buckel haben. Das ist eine wirklich mörderische körperliche Belastung auch, so ein Turnier. Ja, es ist die fünfte Runde für diese Finalisten. Mit 67 Paaren haben wir diese Weltmeisterschaft heute Morgen begonnen. Dies ist jetzt die fünfte Runde, in dem die sechs Paare stehen, die sich aus diesem großen Feld für dieses Finale qualifiziert haben und um den Titel kämpfen. Die Paare sind bereit für ihren nächsten Tanz, Paso Doble. And now your next dance is the Paso Doble. Sozusagen Heimtanz. Auch aber ähnlich wie die Franzosen, nach meiner Beobachtung jetzt dann doch mit ja wirklich physischen Problemen hinten raus. Ich würde das rumänische Paar gerne mehr sehen im Vergleich zu unseren beiden. Die Nummer 157, Andrei Claudiu Sasaves und Julia Alexia. Aber bei oben links in der Ecke sehen wir sie jetzt gerade in dem Abschluss ihres Paso Doble. Haben wir sicher gleich noch Gelegenheit, im abschließenden Jive dann die beiden uns noch mal genauer anzuschauen. Denn danach, lieber Markus, werden ja auch wir mit spannendes Ergebnis mal schauen, ob das Ergebnis der Wertungsrichter dann mit der Tendenz, die wir beide meinen zu fühlen, übereinstimmt. Aktuell würde ich sagen, das Bremer Paar hat der Welt gezeigt, wer hier Herr im Haus ist. Geben Sie alles, feuern Sie die Paare an in Ihrem letzten Aber Turnier ist zu Ende, wenn der letzte Tag verklungen ist. Ja, sie zeigen für mich im Vergleich zu den anderen Paaren wirklich die rundeste Leistung. Die beste Harmonie im Paar, das ist nicht das Einzige. Sie zeigen für mich zumindest mit den besten Ausdruck, die beste Darstellung aller fünf Tänze. Hier haben wir jetzt die Rumänen noch einmal im direkten Vergleich. Auch sehr gut miteinander, sehr gut im Zusammenwirken der beiden Partner. Im Hintergrund schön zu sehen, Roberto Albanese, der ja sehr verzückt und keinesfalls kritisch reinschaut. Und er ist sehr ruhig den ganzen Abend gegen. Absolut, wenn man ihn kennt, wenn man ihn vor allen Dingen beobachtet, wenn seine Formation tanzt, ist das ein himmelweiter Unterschied. Wobei ich glaube, die Anspannung und die Aufgeregtheit muss ja eine ganz andere sein, wenn du als Vater hier sitzt und dein eigenes Kind da um die WM tanzt.
Das ist mir ein bisschen dünn, muss ich leider sagen, von dem französischen Paar. Da hätte ich größere Vorteile bei dem polnischen Paar gesehen. Die Polen sind Anschlusspaar zum Finale geworden. Immer so ein bisschen undankbar, der 7. Platz, wenn es knapp nicht gereicht hat für die nächste Runde. Das Publikum gibt Standing Ovation, natürlich primär für die Lokalmatadoren, aber auch sehr, sehr fair zu allen anderen Paaren. Für alle Paare wurde fairer Applaus gespendet. Und damit erkennt das Publikum, das sachverständige Publikum hier in Bremen wirklich an, dass alle diese Paare eine hervorragende Leistung gebracht haben am heutigen Abend. Ja, und wenn man das Turnier in seiner Gesamtheit betrachtet, kann man, glaube ich, sagen, der Welt muss um den Tanzsport nicht bange sein. Und wir biegen jetzt natürlich voller Spannung ein auf die Siegerehrung und auf die Ergebnisse des Wertungsgerichts. Ja, diese Minuten sind, glaube ich, für die Paare und auch für die, ja, Träger, Herren, die Eltern und die Trainer. Das ist unser Finale und auch mal die ganz, ganz Schwierigen am heutigen Abend. Es wäre, Kashi, es wäre seit damals noch Horst Behr und Andrea Lankenau, 1985, so, die Siegerehrung, der erste Einzelpaar-Weltmeistertitel für Bremen. Der amtliche Notar wäre, es wäre, wenn es denn soweit wäre. Wir bleiben Ergebnis. Wir bleiben im Konjunktiv, absolut, absolut, absolut. Uiui. Uta und Roberto sind jetzt schon ein bisschen angespannt. Ja, deutlich zu sehen. Tja, was sind das für Sekunden, für Minuten? Ganz furchtbare. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich frage Roberto nachher mal, was denn schwieriger ist. Die Minuten so, bei einer Herren, Weltmeisterschaft der Formation im hier eigenen Haus hier das in Bremen. Ergebnis. Oder heute Abend. Die Siegerehrung wird vorgenommen als Trainer und als Vater. Von der Präsidentin von Tanzsport Deutschland, ja. Heidi, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war ein Wochenende mit einer Europameisterschaft in Düsseldorf, als Luna geboren wurde. Roberto ist am Samstag erst dazugekommen, weil er noch bei der Geburt dabei war, bei Uta in der Klinik gewesen ist. Ja, es kommt einem vor, als wäre es gestern oder vorgestern gewesen. Absolut. Jetzt haben wir hier alle haben so unsere Anekdoten. Ja, hochgewachsene Luna Maria, ja. Auf der Tanzfläche dieser Weltmeisterschaft der Junioren 2 in Erwartung Platz 6 in diesem der Verkündung Finale der Plätze. Samba den 5., Cha-Cha den 5., Rumba den 6. Platz, Paso Doble den 6. und Jive den 6. We say congratulations to couple number 144. Lorenzo Collin, Platz 6 und geht nach Frankreich. Frau Franz! Du hast es gesagt, das war sehr, sehr knapp zwischen Ihnen und den Polen, die es genauso verdient gehabt hätten, hier im Finale anzutreten. Im Endeffekt, ob 6. oder 7., darum geht es dann am Ende nicht wirklich. The sixth place in Samba, sixth place in Samba. Wir arbeiten uns vor. Fünfter sind die beiden Bremer schon mal. Always the fifth place. Congratulations to Daniel Kuznetsov und Tamara Belankaya from Kazakhstan. Kazakhstan number 123. Ganz sicherlich ein großer Erfolg. Ein Erfolg, der mir persönlich auch sehr viel Spaß macht. Es war schön, den beiden zuzusehen und eine verdiente Leistung, die sie ins Finale geführt hat. So, einer noch, dann ist es schon mal das Treppchen. The fourth place, vierter Platz. Der undankbare Vierte geht nach. And the fourth place in all five dances. We say congratulations to Adria Hernandez, Jana Moskenko, couple number 139. Kann ich mich auch mit anfreunden. Damit ist klar,
auf dem Treppchen ja, die Letten, die Rumänen und die Deutschen. Aber wer landet wo? Klarer Finalist natürlich die beiden Spanier. Allerdings, wenn man dann ins Detail geschaut hat, waren Schwächen zu erkennen, speziell, wie man so schön sagt, nach hinten raus im Finale. These three couples are the medalists. Das sind unsere Medaillenträger heute. Die Gesichter. Genau. Die Gesichter. Tja. Bronze Medal. Die Atmung. Third place. Third place in all five dances. We say congratulations to couple number 133. Richard Krevens, Maria Golubeva, Latvia. Platz 3 und damit schon mal Silber nach Bremen. Sicher. Oder der von dir angesprochene historische Moment. 1985, das letzte Mal ein Weltmeisterpaar aus Bremen bzw. Bremerhaven. Und jetzt? Second place, winner of the silver medal, zweiter Platz, Gewinner der Silbermedaille. Second place in all five dances. Und wir gratulieren und wir say congratulations to couple number 157. André Claudia Zavabes und Julia Alexia Ababai. Der zweite Platz geht nach Rumänien und damit ist die Goldmedaille, ist der Weltmeistertitel bei Luna Maria Albanese und Dimitri Kalistov. Und von diesen Bildern sagen wir jetzt einfach mal nichts mehr. Winner of the gold medal, first place in all five dances, world champion, Union 2 Latin 2022. Congratulations, herzlichen Glückwunsch, der Startnummer 338, Drimini Kastislav, Luna Maria Albanese, Grüngold Club Bremen, Deutschland. Fantastische Leistung. Alle fünf Tänze dieses Finales gewonnen. Tja. Er ringt um Fassung, aber wir wissen beide, wie es mit Roberto Albanese aussieht. Was muss das für ein Gefühl sein? Vorschlag an die Bürgerschaft in Bremen, ein Albanese-Platz, eine Albanese-Straße, irgend sowas wird ja wohl drin sein mittlerweile. Die ganze Familie ist Weltmeister. Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie freundlichst bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, zu Ehren unseres neuen Weltmeisters erleben wir jetzt die deutsche Nationalhymne. Thank you.
Ein würdevoller Ausklang einer wirklich fantastischen Weltmeisterschaft, glaube ich. Hat alles gepasst mit dem glücklichen Ende, dem verdienten Ende natürlich für das Paar aus Bremen, aus Deutschland. Das wollen wir nicht vergessen, all diese Entbehrungen auf sich nehmen musste. Die Familie Albanese hat viel, viel getan für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen konnten. Nicht zuletzt auch Lunas Partner, der hier jetzt Weltmeister ist, noch am Vorabend des Krieges zurückgereist in die Ukraine, weil er von der Schule gerufen wurde und dann unter abenteuerlichsten Umständen mithilfe der Familie Albanese wieder rausgeholt worden aus der Ukraine. All das spielt sicherlich heute Abend keine Rolle, aber es ist ein Teil der Geschichte. Es ist eine, ja, wirklich märchenhafte Geschichte. Und mit dem Siegertanz der neuen Weltmeister wollen wir uns dann verabschieden. Markus, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Und ja, auf bald, auf ein neues. Und gute Nacht Ihnen allen. Ja, meine Damen und Herren, unser Weltmeisterschaftsfinale. Thank you, competitors. And congratulations to your result. It was a great to be here. It was a great final with you. So, thank you very much. Have a nice evening, have a nice weekend, and have a big party. Yeah? Thank you very much.